MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Nochmal auf der Karte Manningen, nochmal die Linie 65. Allerdings jetzt die Gegenrichtung von Neu-Tulpenmöse zum Campus Mackerode. Wir fahren einen Citea LLE. Genau. ich habe eine neuere Version bekommen, die Version 2.15, wenn ich mich nicht ganz irre. Der liebe Sebibo hat ein bisschen was kommentiert und ein kleiner Tipp. Auf der ganzen Tour der Linie 65 sind immer so kleine Überraschungen versteckt. Ich habe noch gar keine entdeckt. Schaut mal ganz genau hin. Wenn ihr was seht, schreibt das mal in die Kommentare, was ihr so am Straßenrand oder so entdeckt habt. Der Sebibo hat auf jeden Fall geschrieben, da gibt es einiges. Ja, es gab Probleme mit der vorherigen Version. Da war ein bisschen was mit den Objekten und so nicht korrekt. Hauptsächlich bei den Static Vehicles. Ich habe jetzt eine Version bekommen, die Static Vehicle frei ist. Die Betriebshöfe sind jetzt entsprechend leer. Das macht aber nichts. Wir fahren jetzt die 65 auf jeden Fall mal in die Gegenrichtung. Abfahrt ist 13.43 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir stellen vor auf 13.40 Uhr. Dann dürfte auch der Kurs hinter uns futsch sein. Genau, das ist er dann auch. Wir machen die Hilfspfeile an. Wir beenden Omni Navigation. Wir brauchen es halt nicht. Und machen wir die Tür auf. So, heute alleine unterwegs. Hallo. In einem normalen Verschein. Bekomme ich das normale Ticket auch ein bisschen billiger? Nein. Sie wissen ja, meine Rente. Gott möge ein Auge auf Sie haben. Ja. Vielen Dank, junge Frau. Ja, bitte, bitte. Ich habe auch Ticketpreise genannt bekommen. Also wir fangen da bei 15 Euro irgendwas an. Die Kinderfahrkarte ist sogar teurer. ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf. Sie sind auf jeden Fall horrend hoch. Unter 15 Euro gibt es kein Ticket. Das Manningen ist teuer. Das kann ich euch sagen. Ja, ich bin alleine unterwegs. Jenny ist beim Termin und die anderen sind auch gerade nicht da. Aber das macht ja nichts. Wir gucken auf jeden Fall mal. Ah, Citea LLE. Ewig nicht gefahren. Wirklich ewig nicht gefahren. Macht aber nichts. So. Ich hoffe, das passt jetzt mit dem Mikrofon hier. Irgendwie stört es mich noch. Das Tastaturproblem konnte ich auch lösen. Ich habe mir eine neue gekauft, eine neue Tastatur, eine neue Maus. Die gleiche Tastatur und Maus, die ich vorher auch hatte. Oder hebt aber ab. Warum? Ich gebe kein Gas. Ist hier bergab? Was ist eng? Oh Gott! Ja, nee, ist klar. Also, oh. Nächste Haltestelle, Hamöse. Ja. Genau. Ich lass einfach rollen. Also, das ist mir... Boah. Ja! Nur Pisser als Busfahrer. Gibt es keine vernünftigen Fahrer mehr heutzutage? Nein, gibt es nicht. Die Hilfsfalle jetzt ausgeschaltet? Nee, eigentlich nicht, ne? Okay, naja, gut. Hat man hier wahrscheinlich vergessen. Macht aber nichts. Ja, mir wurde auch angeboten, Fahrgaststimmen einzusprechen. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Dann werde ich mir was Entsprechendes überlegen. Der Sebibo ist auf jeden Fall alles andere als abgeneigt. So hat er das geschrieben.
Das heißt, eventuell werde ich für Manningen was einsprechen. Na, so Rage-Mode-mäßig, weil das kann ich ja. Nächste Haltestelle, Alt-Tulpen-Möse. So. Ja, dann hat der Sebibo mich natürlich noch so ein bisschen auf meine Fahrfehler hingewiesen. Muss hier lang. Es ruckelt hier und da noch. Wie gesagt, es ist noch nicht die fertige Version. Es wird noch fleißig dran gearbeitet. Ausholen. Hat geklappt. Vielen Dank für den Hinweis mit dem Ausholen. Hä? Gott. Ach du Scheiße. Okay, ich ahne, was kommt. Das wird jetzt so eine Hin- und Her-Tour hier. Wahrscheinlich mit Wänden und allem drum und dran. Ja. Sag ich ja, mit Wänden. Gut, mit dem CTA geht das jetzt ganz gut eigentlich. Hoffe ich zumindest. Oh ja, doch, das kriegen wir hin. Bei meiner sagen, ne? Fahren's auch mal los! Wo haben Sie mein Ticket? Wow. Danke. Der Dreck am Motzen, ne? Bin doch pünktlich, was hat sie denn? Was hat die gute Frau? Aber warum hebt der denn so ab, der CTA? Für Gas gebe ich doch eigentlich gar nicht. Nächste Haltestelle, Tangerbucht zur Roten Straße. Ja, nee, ist klar. Ah ja, hier, der packt auch wieder super. Aber das ist in Wohngebieten tatsächlich gar nicht so unüblich. Das erlebe ich in Siegburg und auch in Troisdorf auch immer wieder. So, kein Haltewunsch. Nächste Haltestelle, Blücherstraße. Ich hoffe ja, dass das... Alpha, Bipschnurz! Boah! Ich hoffe ja, dass das Problem mit der kaputten Kachel behoben ist. Das werden wir nachher sehen. Mein Gott. Hey. Eine Kurzstrecke. Ja. Sind hier eigentlich die neuen Preise drin? Ja, 16,90.
Kurzstrecke Erwachsene. Ey, 16,90. Und jetzt, pass auf. Also, Kurzstrecke Kind, 16,29. Ja? Da fällt dir nichts mehr zu ein. Daran erkennt man einfach, dass Manningen sich überhaupt nicht ernst nimmt. Ey, 16 Euro für eine Kurzstrecke. Nächste Haltestelle, Mösendorf, kein Bus. Mösendorf, kein Bus, genau. Und wie gesagt, achtet ein bisschen auf die Umgebung. Es sind kleine Überraschungen versteckt. Ich glaube, mir wird das nicht so auffallen, aber euch bestimmt. Allerdings, wenn ich mal was sehe, dann schreie ich auch. Nächste Haltestelle, Mösendorf, Dreieck. Mösendorf, Dreieck. Ich finde, der VDL macht sich ja eigentlich auch ganz nett, ne? Also, ich bin auf der Karte nirgendwo verewigt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich traue dem Sebibo allerdings alles zu. Kann man denn da? Die 369. Eilbarscheid. Kind legt da ganz schön Kohle hin. So, wir fahren links, ne? Ja. Habt ihr den dicken Ampelmast gesehen? Nächste Haltestelle, Rea Klinikum Asterix und Obelix. Ja. Ich weiß nicht, warum es da steht. Fuck, du bist fucking Karte. Er hat den fucking Fick. Scheiße. Ja, das war klar. Lassen Sie mich hier raus. Alter Bübschnurren. Kann ja nicht sein, was für eine Scheiße hier. Ich mach mal kurz die Kollisionen aus. Ach, schade. Das ist aber auch eng da, ey. Zu meinem Ernst. Das ist echt mies. Das habe ich auch schon mal besser hingekriegt, da reinzufahren. Aber gut, es soll ja eine Herausforderung sein. Es ist eine. Gut, dass jetzt die Reha-Klinik kommt und da alle aussteigen wollen, weil einige werden jetzt eine Reha brauchen. Ei.
Meine Güte. Ja, ist ja gut. Du brauchst gar nicht so nach links ziehen. Oder nach rechts. Lass es sein. Nächste Haltestelle. Dann sieh mein Platz. Für Ihre eigene Sicherheit bitten wir Sie für festen Halt zu sorgen. Ihr Opfer. Genau, Ihr Opfer. Fester Halt. So ist es. Naja, der Sebibo, der hat sich hier richtig ausgetobt. Das merkt man überhaupt nicht. Hey. Ach, fahren Sie auch mal los? Oh ja, ey. Bekomme ich das normale Ticket auch ein bisschen billiger? Sie wissen, Gott möge ein Auge auf Sie haben. Ja, ja. Vielen Dank, junge Frau. Ja, Gott möge auch ein Auge auf dich haben. Oh, wei. Lecker Kaffee. Oh, der Blinker. Kann ich den Bus reparieren ohne? Nee, kann ich nicht. Habe ich mir gedacht. Na, dann machen wir das nicht. Lern fahren! So, versteckte Überraschung. Ich habe was gefunden. Fliegende Autos. Das ist gewollt. Nächste Haltestelle, Marningen Bushof. Umsteigemöglichkeiten zu den Linien. Nächste Haltestelle, Hermann Platz. Ja, was denn jetzt? Ist das jetzt Bushof? Ja, ist Bushof, ne? Ja. Aber da steht 65 da. Und der 4. Ach, das ist Terminus. Und Lokverkehrabfahrt. Aber bin ich doch hier richtig? Ja, das ist Richtung Neutulpenmöse.
Mösendorf. Dann bin ich doch nicht hier. Bin ich hier doch nicht richtig. Ist egal. Oder halte ich im Tunnel? Oder halte ich auf der anderen Seite? Ich halte hier. Genau, hier halte ich. Ja. Guten Tag. I drive nur bis nach da vorne. You drive nur... Oh Mann. Von da sind wir gekommen, also fahren wir geradeaus. Das ist ein Schilderwald hier, ne? Oh, die 91. Echt jetzt? Ach ja, nee. Ist egal. Nächste Haltestelle, Pupping Bahnhof. Umsteigen. Also, typisch Busfahrer. Man immer nur am Fahren wie die voller sich. Pupping and Bahnhof. Please leave here for trains. Nee, ich bin aber Hermannplatz. Konnte ich die Haltestellen hier nicht auch rückschalten? Mal gleich an der Haltestelle. Weil Pupping Bahnhof kommt ja jetzt gleich erst. Nein, 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 nein. Ah. Nächste Haltestelle, Hermannplatz. Ja. Ach, ja. Macht er dann einen auf keinen Einstieg. Naja, gut, ist halt so jetzt. Kacke. Nächste Haltestelle. Pupping Bahnhof. Ja, jetzt stimmt's wenigstens. Umsteigermöglichkeiten zu den Zügen der Deutschen Bahn. Next station, Pupping and Bahnhof. Pupping and Bahnhof. Please leave here for trains.
Wuppa. Da wollen wir mal schauen hier, Poppingen Bahnhof. Gut, kennen wir ja noch. Hat sich jetzt nicht so viel verändert zu damals. Tech. Was geht ab? Du zahlst auch wieder viel zu viel. Ja, komm, du darfst auch noch rein. Guten Tag. Oh Gott. Ich würde lieber gehen, aber es regnet. Was? Wo? Ach du Kacke. Alter. Kommt auf... Oh. Wer kommt auf so eine Idee? Also wirklich, da wird einem ja ganz mulmig im Höschen. Ja. Nächste Haltestelle, Schmiedgasse. Gott. Alter Vater. Oh. Fahren Sie auch mal los. So. Und rum. Nächste Haltestelle, Robert-Schumann-Straße. Die Robert-Schumann-Straße. Ach ja. So. Also mehr als die fliegenden Autos habe ich jetzt nicht entdeckt, aber wer weiß. Also, nächste Haltestelle, Müllerstraße, Universität. Ganz schön gereizt. Ich ja. Eine verdammte Scheiße, ja. In dem scheiß Softladen, ja, kannst du nicht mal in Ruhe Scheiße. Du sollst auch nicht in meinen... Oh Gott. Du sollst ja auch nicht in meinen Bus... Na? Das Ganze zu Hause machen. In deinem Bett. Wein. Genau, hier hält ja auch der Uni-Express.
Die 65E. Der. Der. Eine kurze Fahrt, bitte. Fahren Sie auch mal los. Fahren Sie auch mal los. Ticket, bitte. Wird ja mal Zeit. Die Karte für den ganzen Tag, bitte. Can I have a Standard-Ticket? Thank you. Eine kurze Fahrt, bitte. Danke. Geben Sie mir das normale Stück Papier. Sofort. Alter. Ich glaube, mit der ist nicht gut Kirschen essen. Die ist ja fuchsteufelswild. Nächste Haltestelle, Waspalcino-Straße. Aha. Den Abschnitt hier kenne ich auch noch aus der V1. Da bin ich dann so runtergerast und habe dann festgestellt, keine gute Idee wegen dieser Kurve. Osmose Kerkeling, Kerkeling, Harpe Kerkeling. Also da wird wahrscheinlich was versteckt sein. Kerkeling. Oh, fucking shit! You're biting like a kangaroo in Australia. Da war ich schon. Nächste Haltestelle. Straße des 28. Juli. Ja. Ich will nur schlechte Mutti von Fahrer, dann kriegen sie einen auf die Fresse. Du tämlicher Spast. Der Mähbauer hat an dem Tag Geburtstag. Du Kahlkopf. Ups. Karte wurde erst zwei Tage später veröffentlicht. Ja. Also, der Mähbauer hat am 28. Juli Geburtstag. Merkt's euch. Der. Moment, guck mal, alle Häuser sind weiß. Nur das da ist gelb. Warum? Das ist das Haus vom Mapbauer vielleicht? Weil es gelb ist? Weil, guck mal, wirklich alle anderen Häuser hier sind schwarz-weiß. Ja? Oder weiß oder so. Und nur das ist gelb. Hm. Wer weiß, wer weiß. Nächste Haltestelle, Mörningen, Justizvollzugsanstalt. Mörningen, Justizvollzugsanstalt. Mal gucken.
Nächste Haltestelle, Mörningen, Justizvollzugsanstalt. Okay. Grüne Heuballen, ja, echt jetzt? Okay, man kann jetzt sagen, die sind foliert, ne? Die sind grün foliert. Aber ich würde einfach sagen, das ist ein Gag. Weil ich kenne das nur mit weißer Folie und nicht mit grüner. Sieht lustig aus. Da ist auch diese Textur hier, da unten. Auf der Fräskante. Einer JVA wollen sie aussteigen, ja? Okay. Ganz schön große JVA, ne? Schön, schön. Oh, hier ist... Ich bräuchte eine Tageskarte. Erzbergstraße Campus. Ah, und da ist Start JVA, okay. In der JVA ein Gag versteckt? Nö, okay. Kein Gag. Ein schönes E. Gut. Hätte ja sein können, dass da irgendein Gag versteckt ist. Ich hätte dem Semibo zugetraut. Nächste Haltestelle, Bezirksregierung Manningen. Die Bezirksregierung Manningen. Rot, ne? Ja. Oh, prunkvolle Haltestelle. Okay, warum da jetzt der Friedhof ist? Okay, da wird die Bezirksregierung sein. Guckt euch mal den Bahnhof hier an, ey. Bezirksregierung. Da hält auch die 65. Ah, oh, ja, das ist... Ja, Mann, so muss das sein. Richtig groß. Aber die andere Haltestelle direkt am Friedhof, das, ja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Kuckuck. Ja. Ich würde sehr gern zu Fuß bis da gehen, aber das schaffen meine alten, knackigen Beine nicht mehr. Ja, warum willst du überhaupt da? Der Friedhof ist doch da direkt. Naja. Nächste Haltestelle, Erzbergstraße. Erzbergstraße. Hier wird gebaut. Hier ist wohl nicht mit Gegenverkehr zu rechnen.
Allerdings haben wir hier auch noch Ladehemmungen. Guten Tag. Arsch. Gut, dass ich den noch gesehen habe, ey. Alter, bübst noch uns! So, wir fahren nach rechts, ja. In der Hoffnung, dass grün wird. So, schauen wir mal. Ach du Schande, ey. Oh, guck mal, ein Neubau. Neubaugebiet, ein großes. Schön. Amsel-Bärenweg. Was geht ab? Ich bräuchte eine Tageskarte. Dann sollten wir doch jetzt an der Ecke sein, an der letztes Mal die Karte gestreikt hat, weil das ist ja hier so Neubaugebiet und Umleitung und so ein Quatsch, ne? Nächste Haltestelle, Rotkehlchenweg. Na. Leise, bübst du uns! Ach Gott, reg dich ab. Ich fahre ein bisschen zügiger, weil ich Verspätung habe. Wird man ja wohl noch dürfen. Stehe ich natürlich hier richtig kacke, weil ich nicht sehe, ob was kommt. Da kommt jetzt nichts. Kann ja nicht sein, was für eine Scheiße hier. Ja, gut, dann müssen wir jetzt die Verspätung einfach in Kauf nehmen. Das Ding ist rum. Nächste Haltestelle, Stadtgrenze. Übergang in andere Städte. Bist du doch oder so? Ist doch klar, dass eine Stadtgrenze in andere Städte führt. Okay. Ja, Stadtgrenze. Ist doch klar, dass eine Stadtgrenze in andere Städte führt. Ja, schön. Humor. Ja, gut, da habe ich natürlich jetzt Driss gebaut mit dem Abbiegen. Und die Verspätung dürfte jetzt auch ein bisschen. Ja. Minuten.
Ja, guck mal, Badesee, Villa McMöchtegern, reich. Ja, dann gleich sind wir an der Ecke, wo die Kachel nicht geladen hat. Nächste Haltestelle, Badesee. Ja, Badesee. Villa McMöchtegern reicht, das feiere ich ja. Da müssen wir hier natürlich ein bisschen aufpassen. Ampel, toll, super. Jetzt stehen wir hier und warte auf grün. Villa McMöchtegern reich. Geigerstraße, ja. Fahr zu! Oh. Dezent überholt, ey. Bestimmt wieder so ein Oppi. Die Leute wollen baden. Muss man auch mal dezent schneller fahren, ey. Wendeschleife, Badesee-Shuttle. Nö. Nächste Haltestelle. Belamec möchte gern reich. Lasagne. Frische Lasagne. Frisch vom Laster gefallen. Nur 134,30 €. Auch im Abo erhältlich. Ja, Villa Mac möchte gern rein. Alter, ein Riesenbaum. Ja, Villa Mac möchte gern reich. Hier Pool. Oder ist das der Badesee? Das ist wahrscheinlich der Badesee. Da der Riesenbaum. Alter, okay. Nächstes Ding gefunden wahrscheinlich. Da ist noch was. Seht ihr das? Da. Erde, Mond. Oh. Ach, der blinkt sogar. Was? Lasagne. A la Bolognese, nur 134,30 €. Ja. Okay. Okay. Hier unten fahren Autos lang.
Da Erde und Mond und ja. Ja. Genau, so ein kleiner Wohnwagen hier. Pizzakartons. Aber Hauptsache dem LKW geht's halbwegs gut. Auf dem Kinderspielplatz. Ich hoffe ja, dass da ein Kind war. Da steht auch Müll. Überall Müll, ne? Oh, jetzt bin ich zu weit. So weit wollte ich gar nicht. Was war das denn da? Nee. Ach, eine Treppe ist das. Zur Bushaltestelle. Wow, ja, direkt. Treppe zur Bushaltestelle. Villa Mac möchte gern reich. Im Riesenbaum. Ach, sehr schön. Na, nett gemacht, auf jeden Fall. Schön die Leitplanke eingerissen. Okay. Wir haben eh Verspätung, es ist völlig egal. Nächste Haltestelle, Steigerstraße. Eine richtige Überraschungsfahrt hier. Oh ja, guck mal, Photovoltaik. So weit das Auge reicht. Lassen Sie mich hier raus. Alter Bübschnurren. Kann ja nicht sein, was für eine Scheiße hier. Ja, eindeutig zu blöd zum Fahren. Ich habe nämlich nach rechts geguckt, auf die schönen Photovoltaikanlagen. Ja, und dann, ja. Haben wir jetzt noch mehr Verspätung. Macht nix. Oh. Versteht ihr den Witz? Das ist ja Steigerstraße. Und die Schilder hier auf der Seite, das ist wie eine Treppe zum Treppensteigen. Und hier, das ist so ein bisschen wie an einer Kletterwand, an der man hochsteigt. Weil Steiger, der Steiger, gibt es ja immer noch bei der Feuerwehr zum Beispiel. Das sind ja die Höhenrettung zum Beispiel. Oder hier, die aus dem Ruhrgebiet, die kennen das auch mit Steiger, ne? Es ist eine schöne Hommage an den Steiger. Glück auf. Kann ich da nur sagen. Fahren jetzt einfach. Nächste Haltestelle, Osmose-Mitte. Okay, genau. Hier haben wir in der letzten Folge Manningen gestanden und da hat er dann die Karte nicht geladen. Also das hat sich jetzt erledigt. Das funktioniert mittlerweile. Sehr schön. Gelber Markierung folgen.
Wenn da doch steht, gelber Markierung folgen. Warum mache ich das nicht? So, ich denke aber hier, Osmose Mitte, beenden wir die Folge. Wir kennen ja den Rest. Schaut mal ins Manningen-Video davor mit dem O530G. Vielleicht findet ihr da noch die ein oder andere Überraschung. Wir haben hier jetzt schon ein paar entdeckt. Den Rest der Karte kennt ihr ja jetzt, also den Rest der Linie 65. Deswegen fahre ich den jetzt nicht mehr ab. Guten Abend. Guten Abend. Einmal kurz, warte bitte. Hallo. Freut mich, dich zu sehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch so eventuell an versteckten kleinen Dingern entdeckt habt. Und schreibt, wie gesagt, auch in die Kommentare, ob ich Fahrgaststimmen für Manningen einsprechen soll oder nicht. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.